Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Blutmond steht vor der Tür. Wir müssen uns noch schnell equippen. Ja, ich bringe dir nochmal Munition hoch. Ja, ich brauche einmal meine Guns. Ein paar Rohre vielleicht noch mitnehmen, weil wir machen hier ein bisschen Platz. Ich habe mir auch schon Munition genommen, ne? Nicht wundern. Ja, legen wir den mal darüber. Wo ist denn eigentlich das für die Schrotflinte? Sollte so passen. Bei Schrotz. Ach da. Ja, ja, ja. Wir haben ja so viel Munition. Ja. Ich habe auch schon was genommen, also gönn dir. Aber mehr kann ich erstmal nicht machen. Ein bisschen ist noch was drin, aber nicht viel. Weil dann brauchen wir erstmal wieder Hülsen und das alles. Und dafür brauchen wir Messing. Haben wir aber nicht. Ja. Vielleicht sollten wir das Messing aus allen Öfen in einem schmeißen, dass wir einen Munitionsofen haben. Ja, ja, sowieso, aber hier ist ja immer alles durcheinander. Aber wir. Ja. So, das sollte eigentlich sollte das doch passen, oder? Essen haben wir, Trinken haben wir auch noch ein bisschen. Messing auch mal. Ärztehilfe können wir jederzeit ran. Hier kann man noch ein paar machen. Ja, mit dem Bogen werde ich jetzt nicht so weit. Hast du Rohre, dass du deine Waffen reparieren kannst? 7, ja. Reparaturhammer. Okay, das sollte passen für die Klingfallen. Kleiner Test nochmal. Aber Blei brauchen wir auf jeden Fall noch. Hier, muss ja noch einen runter. Blei. Achso, ich sollte vielleicht die Öfen erstmal ausmachen, ne? Da komme ich ran. Ah, verdammt! Ich brauche gar kein Eisen, um das zu reparieren. Ich brauche geschmiedeten Stahl. Jasmin. Mach mal. Hast du jetzt alles dicht gemacht oder hast du jetzt alles schön offen? Alles dicht. Die Schotten sind zu. Habe ich hier nicht irgendwo noch geschmiedeten Stahl hergestellt? So. Ich mache die nochmal up to date hier. Irgendwo geschmiedeten Stahl. Oben, glaube ich. So. So, 188 sind noch drin. Der ist Tutti. Ach, an die anderen komme ich schon alle gar nicht mehr ran. Nur an den einen da. Das ist ja ärgerlich. Oder sind die. Sind die toll? Sind die noch Heide? Ja, ey. Was denn, ey? Ich verlaufe mich hier mittlerweile bei uns. Oh, ich habe Level Up. Warum? So, die Klingenfallen sind repariert. Ich habe gerade die Klingenfallen repariert und gab mir ein Level ab. Frechheit, ey. So. Warum hast du das Geländer hier nicht mehr rangemacht? Ja, Geländergeschmänder, sag ich immer, ne? Ja, sieht doch kacke aus, so. Ne, ich habe das eben ab... Mensch! Peter, geh doch mal weg! Weißt du was, Peter? Oh, einmal reparieren. Please remove all personal items to activate storage mode. Reparieren. Ach. Das brauche ich erstmal nicht reparieren. Ja, leck mich doch. Der ja, komm her, Peter. Auch noch mal reparieren. Peter. Komm her. So ist fein. Und du bleibst jetzt bitte. It is a pleasure to serve. Hier. Yes, of course. Dankeschön. Haben wir genug Benzin im Stromgenerator? Hoffe ich. Der ist... Ja, der ist fast voll. Müssen wir ein paar Federn mehr sammeln, ey. Wir haben so gut wie gar keine Pfeile. Ja. Hier. Mal. Dankeschön. Ich habe auch nur 150, also mehr haben wir nicht. Nö, alles gut, ja, mehr brauchen wir auch gar nicht. Ich baue mal eben noch schnell hier oben ab. Wieso ist denn hier ein Loch? Wo? Warum hast du denn hier eine Leiter hingemacht? Damit ich zu den Klingfallen eigentlich nur eine hinkomme.
Ich wette mit dir, da kommen die alle hoch. Ich kann leider nur einen. Du hast dein Auto nicht eingepackt, ne? Oh, scheiße. Ja, ich baue noch kurz hier den Acker ab. Ja, sag mal, was steht denn da? Ich habe erst gedacht, du hast da so eine Falle hingemacht und da habe ich gesehen, das ist das Auto. Ist das Auto denn leer? Ich habe das da nicht haben wir gar nicht ausgeräumt, ne? Oh, leck mich doch am. Am Stiezolli. Oh, schnell, Mann. Los, komm. Ja, ich will nur noch schnell hier abbauen. Damit die Geier das nicht kaputt machen, wenn welche kommen. Hä? Ist doch leer. Auto ist leer? Ja. Haben wir. Stimmt, wir haben ja gar nichts ins Auto reingepackt. Ach, Mensch, das. Er bringt mich hier in Gefahr, ey. Völlig grundlos hast du Panik geschoben, ja? Du! Mensch. Gibt's doch hier gerade voll den Film, ey. Locker bleiben, Jasmin. Immer locker durch die Hose atmen, ne? Ey, gibt nichts, was wir zu befürchten haben. Wir haben einen super Bunker. Naja, ich hoffe, das hält auch alles, ey. Ich glaube, wir werden Klingenfallen verlieren. Ich kann auch nur eine reparieren. Du wirst dein Leben verlieren. Wo ich schon rankomme. Weil du bestimmt irgendwas umgebaut hast und das kracht zusammen. Ich habe da so ein richtig. Nee, ich hab eher Angst, weil ich hier durch die Leitern, dass die vielleicht denken, ja. Da komme ich hoch. Ja, richtig. Dass die dann versuchen, da unten rumzuprügeln oder sowas. Da werden die auch machen. Ja, dann gehe ich runter und hau die Leiter weg. Ja. Mach doch hier, ja. Nein. Hau ich die Leiter ja. Vielleicht klappt das ja. Mach doch einfach ein Holzdings hier zwischen. Das bringt ja nichts. Kommen die aber nicht so schnell hoch. Ich gehe dann runter. Ach, mach doch, was du willst, Alter. Weißt du was, Jasmin? Ich glaube, ich mache einfach, was ich will. Ich schließe den Kopf. Ich will hier in der Ecke gehen und über das nachdenken, was ich gerade falsch gemacht habe. Gut. Aber, Junge. Mir ist bewusst, was ich falsch gemacht habe. Darf ich wieder mit nach vorne kommen spielen? Und was hast du falsch gemacht? Ich war frech. Mhm. Ist das ein Ja? Mhm. Juhu! Achso, ja, ist ja eh nur ein Test erstmal, ne? Hey, jetzt hat er da Blei reingemacht. Hä? Hä? Wo? Hier. Ich kann da nicht reingucken. Ach nee, warte mal. Hä? Ich hab doch eben hier Dings eingeschmolzen. Das ging doch eben noch. Ganz links habe ich nochmal Messing reingeschmissen. Oh, Jasmin, es geht gleich los. Guck mal, wie herrlich die Sonne aussieht. Voll schön. Stromquelle 0 Watt. Öl? Die Batterie ist leer? Aha. Die entlädt sich sogar, wenn du das Ding gar nicht anhast, das Licht? Oh. Aua. Buch? Sorry, das wollte ich nicht, ehrlich nicht. Wieso erschießt du mich? Vorhin so. Aua. Das war jetzt aber nicht nett, Jasmin. Und die hier von Mao Amda, diese Kracher-Apfel schmecken eklig, ne? Aber ich brauche jetzt sowas zum Knaschen. Ah, ich weiß gar nicht. Ich guck mal eben kurz zu den Schrotflinten drüben, ob da genug Munition drin ist. Oh mein Gott.
Das ist ja mal was Neues hier. Was hat er gerade gesagt? Ich wollte nur gucken, ob die Schrotflinten-Geschütztürme genug Munition haben, aber es sind voll. Mhm. Oh, ich habe ja so viel rumgebastelt hier, ey. Schandelt, so viel rumgeschandelt. Ja. Master, we are not alone. Hä? Bisschen zu früh, Leute. Das könnte eine Schreierin sein. Dann sind wir gleich tot. Nee, das ist ein normaler Zombie, der hinten lang geht. Hä? Wo denn? Die kommen hier von rechts. Hä, die vielleicht Idioten prügeln sich schon wieder durch meine Mauer. Was glauben die denn, wofür Mauern da sind? Finger weg von meinen Sachen! Jetzt keinen weiter sehen. Ah ja. Das dürfte es gewesen sein. Oh. Oh, Blutmond ist vorbei. Eine spannende Runde wieder. Ja. Das wär's, ne? Irgendwer kocht und noch essen. Ich verstehe nur nicht, was ich verändert habe, dass die jetzt auf einmal anfangen, da immer auf die Mauer zu prügeln. Und die Leute denken bestimmt, ich bin nur am Essen, ey. Weil ich hab ja... Ich hab ja eigentlich in der Richtung gar nichts geändert nach da. Habe ich da unten? Hast du gar nichts angebaut hier? Wo? Da oben. Nee, wegen der Geiers. Aha. Damit die Geiers das nicht wieder kaputt machen. Mhm. Aber was habe ich denn hier verändert, dass die jetzt immer sagen, warte, da gehe ich durch. Kürzester Weg. Na, wir haben das Geländer. Da ist Beton. Ah, ich komme lieber wieder runter, ey. Auch keine Leiter in der Richtung, eigentlich. Ja. Ich bin bereit. Ja, du hast noch 37 Minuten Zeit, dich zu erholen, bevor es richtig losgeht. Okay, dann geh nochmal schnell aufs Klo. So, es geht los. Das hätte man vielleicht auch durch Gitter wechseln sollen, damit man hier oben hätte... Wenn man hier Gitter oder nach vorne hin noch so ein bisschen wie so Käfig, so klein, wegen Geier und... Dann könnte man von hier oben... aufschießen. Und vielleicht würde der auch angehen, wenn man hier nochmal so ein vorgeht. Oder zwei. Den im Käfig einbauen mit Tür. Und die Kaffeebeete hier auch so anordnen.
schaffe ich nicht mehr, ne? Okay, die Schaufel hat's ausgehalten. Zack. Ein jetzt nach Essen. Ich muss meine Kopfhörer einstecken. Die leuchten rot. Oh oh. Jo. Hast du wieder nicht geladen? Jasmin. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Also jetzt noch einen Käfig vorsetzen, das ist halt intensiv. Geht ja jetzt jeden Moment los. So. Ja, die waren noch orange, weißt du? Hallo? Patrick, jetzt verarsch mich nicht, sonst... Hast du jetzt eingesteckt? Ja. Ah, jetzt höre ich dich auch wieder. Ah, hat er gerade aktualisiert wahrscheinlich. Ja. Weil die waren noch orange, weißt du? Es ging noch, aber jetzt ging die recht fix leer. Ja. Deswegen habe ich Kabel gebunden. Was hast du? Kabel gebundene Kopfhörer. Nee. Da würde ich noch Macke kriegen, ey. Ja, mich stört das Kabel nicht. Bis ey, auf jetzt, wenn ich hier Jacke anhabe, weil der die ganze Zeit über den Reißverschluss ratscht und dann höre ich das in der Ohrmuschel so. Hast du deine Jacke an? Was denn? Hab ich denn voll warm heute? Ich habe natürlich keine Jacke an. Ich, Alter. Ja. Es geht los. Es geht los, Jasmin. Die Erde färbt sich rot. Es ist alles voller Blut. Wir werden sterben, Jasmin. Wieder gesammelt. Oh, da ist ja schon die erste. Das ging aber relativ fix. Mach mal Motor an. Da-da-da. Da-da-da. Das ist so brutal. So, alles was du versemmelst, sind meine Punkte, ja? Was piept hier so? Alter, sind die schnell diesmal. Wirkt so, ne? Aber ich glaube, das täuscht. Oh, ein Geier. Aua! Au, er ist hier drin! Nimm die Federn! Von dem. Ach, genau, wir haben Blutmond und ich nehme Vogel aus. So. Oh, noch ein tiefer. Ah, nur so gut wie gar kein Schaden hier erklingen. Okay, ich bin wieder da. Ist jetzt auch, dass dadurch, dass eine Klingfalle nicht so stark beansprucht wird, die automatisch schon länger halten. Aber natürlich fallen die zuerst in die oberste. Theoretisch. Was geil wäre, ein Red Dot Visier. Was?
Ein Red Dot Visier. Was ist das? Eine Zielhilfe. Hab ich. Oh, cool. Schön für dich. Revolver reißt nix, ne? Alter, wie schießt du denn? Warum? Du triffst voll gut. Komm mir richtig schlecht vor. Bist ja auch schlecht. Ja, ich war mal besser. Ich lade nach. Ich guck nochmal nach der Grünfalle, ne? Ich komme halt leider nur an die eine ran. War's das schon? Nein. Wir haben es 11 Uhr. Echt jetzt? Okay, das war die erste Welle. Kam noch kein Polizist, ne? Nee, diesmal nicht. Oh, das ist ehrlich. Den nur auf den Kopf schießen, Jasmin. Ja. Das sind diese piependen Dinger. Du müsstest ja was sagen mit den Polizisten. Oh, ich hab Hunger. Ist halt ein bisschen schlecht jetzt mit nur auf den Kopf schießen, wenn deine Knarre Ding da an ist, ne? Du meinst den Schubser? Nee, den anderen da, das Schießding. Die schießen nur auf den Kopf. Nee. Ja. Oh. Ich muss den mal eben reparieren hier. Ja, alles gut. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Wo spuckt denn der? Level up. Muss mal ein bisschen Munition spucken. Hier, der Springer ist das. Können die auch spucken? Ja, der war grün. Haben jetzt auch nicht viele Soldaten, ne? Also von diesen Explosionen. Noch nicht, warte mal ab, ey.
Der schießt doch von unten. Nein, das ist der Spucker. Nein, ich sehe ihn doch. Die stehen. Oh, die Schweine stehen da unten und spucken. Jetzt kommt er hoch. Genau. Der hat hier schon ein Loch in der Wand gespuckt. Ist wohl schon kaputt. Ah! Bum bum Typ. Bum-Bum-Typ. Ich trau mich auf den Bum-Bum gar nicht zu schießen. Okay, ich versuch mal eben was. Oh nein! Nein. Jasmin, du hast ihn! Unsere Klingenfalle ist dahin. Alter, der hat aber richtig Damage gemacht. Ja, sorry. Alter. Die Klingenfallen sind wieder alle repariert. Wir das da weghaben. Wir haben keinen Beton, ne? Scheiße. Ey, das ist ja Stress pur hier heute. Findest du? Wieso sind alle meine Klingenfallen kaputt? Ist Bam Bam da unten explodiert? Bam Bam? Ja, der ist runtergefallen und dann ist er explodiert. Oh, Scheiße.
standen eben so schön in einer Reihe. Wer? Ja, verarsch mich! Unsere Geschütztürme drüben sind leer, aber. Ja, ich regel das schon hier. Alter Schwede. Wie sieht das aus? Hast du den einen gesehen, diesen Skeletttypen da mit dem Pfeil im Kopf? Streiten die sich hier alle um den Weg oder was? Alter, wir haben aber noch ein bisschen vor uns, ne? Jo. Was? Nein, ich hab dich getroffen. Aus 30 Zentimetern Entfernung mit einer Schrotflinte schieße ich daneben. Ach komm, hör doch auf, ey. Das ist ja peinlich. Hat das niemand gesehen? Nee. Ihn dir an! Wie er da runtergefallen ist! Hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht Bam gesehen. Bam. Bitte aufpassen, wo du bei Bam Bam hinschießt. Ja, Mann! Also noch eine Explosion da unten und alles ist kaputt. Ja, das finde ich allein, sind sehen wir selber. Musch. Musch, musch. Ich habe eine schlechte Verbindung in dieser Situation. Das gefällt mir gar nicht, dass hier so viele Tote und Untote dabei sind. Oh oh, ich hab gleich keine Munition mehr. Ey, machen wir das mit Knüppel. Wenn die dicht genug dran sind, mit dem Knüppel draufhauen. Naja, ein bisschen was habe ich ja noch hier drinne. Also wenn du nicht mitschießt, ne, dann krieg ich definitiv mehr Tote. Ja, du. Weil du denn mal triffst. Ah, Mann. Ich will Bam Bam im Kopf schießen. Ich muss einmal kurz dinieren. Ja, ich muss auch gleich essen und trinken, wenn du... Ja, alles gut. Mach mal. Ah. Ich esse mal was, ne? Ja, trink mal was. Gönn dir, gönn dir. Yes. Was? Wir sind nicht alleine? Bist du dir sicher?
gleich bonus. Toll. Deswegen treffe ich nie. Immer wenn ich die anvisiere, schießt du drauf. Ah. Hast du sie gesehen? Oh, ich habe fast auf ihn geschossen, Alter. Oh, schon wieder Schrott. Ich glaube, ich habe ihn doof getroffen. Aua! Bam Bam schieße ich immer nur, wenn er runterfällt. Dann kann ich ja nur von oben schießen. Aha. Dich habe ich erst gar nicht gesehen. Den sieht man irgendwie voll schlecht manchmal, ne? Ja, der geht unter in der Masse. Der Massige. Der schwimmt mit dem Strom. Aber der... Der fällt gut runter, ne? Ja. Sehen? Da stehen die Groupies schon direkt am Fenster. Ja, und jedes Mal muss ich dich retten. Das war jetzt aber riskant. Alter, wie viel hält denn der aus? Vorsicht, Bam Bam. So, jetzt aber. So, Bam Bam ist weg. Jetzt können wir hier wieder wild drauf losballern. Ohne Rücksicht auf Verluste. Au, Kinder, scheißegal. Was? Na, 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 was? Na. Was? Jasmin, ich teile deine Einstellung. Ich wollte ja nur ansprechen, was du sagen willst. War Blutmond bis um 4 oder bis um 6? Also nicht. Wir haben noch ein bisschen vor uns, hey? Jo. Deswegen. Bam Bam. Oh, meine Waffe ist defekt. Da kommt gleich noch mal ein Bam Bam.
wir jetzt durchgehend einen haben? Sodass, wenn der tot ist, beispielsweise, würden wir keinen neuen mehr kriegen? Ich weiß es nicht! Würden wir erst keinen neuen kriegen? Ich weiß es nicht! Der lebt halt immer noch, ne? Ein hartnäckiger Zwergbursche. Nein, das war meine Chance. Und schießt durchgehend zwischen die Meute. Das ist so. Okay. Bambam ist tot. Also, tot war er ja schon. Also vorher. Oh, das ist ein neuer. Ja, ich lass den mal bis zum Schluss am Leben. Dann haben wir, glaube ich, nur einen. Tot ist er ja eigentlich schon lange, aber also tot halt, ne, zum Beispiel. Ich habe eine Idee. Ach Mensch, was bin ich doch nur. Habe ich das hingepackt? Ich hatte doch. Peter! Ich brauche mal deine Hilfe. Danke. Okay. So. Für einen Bambam habe ich noch Munition. Die Panzerbrechende. Ah. Ja. Da wird auch mal in den Comics geschrieben. Da hatten wir Bambam aber nicht. Das ist wie so Jahrmann, Schießbogen schießen, ne? Im Spinning habe ich sie noch getroffen. Hm. Ist sie Schrott unterwegs? Oh, Spinning. Beine. Hast du das gesehen mit dem Bein eben? Ja. Die wollen hochspringen, habe ich ihr voll ins Bein geschossen. Der Schlitz hat die Kugel gegessen. Zwei Pfeile im Kopf. Die grünen sind sehr schlecht zu treffen. Und die regenerieren. Aber ich finde hier diese Vergammelten, die sind auch nicht gerade ohne. Ja. Die sind zwar groß, aber irgendwie trotzdem schwer zu treffen.
was? Haben wir nur noch einen? Weiß ich nicht, wo ist er denn? Kommt jetzt gleich hoch. Da ist er ja schon. Hallo. That was. Was? 3 Uhr morgens und der Blutmond ist vorbei? Keine Ahnung, wir müssen erstmal die gelben Dinger einsammeln, glaube ich. Und wir brauchen definitiv Beton. Wir haben einiges zu reparieren. Echt doof, dass die Lootbags irgendwie abhauen. Finde ich. Ja. Hier wurde eine Menge Schutt hinterlassen. Ich kann schon nichts mehr mitnehmen. Ah ja, genau. Mhm. Das könnte ich mir aber noch gönnen. Ja, du musst die Lootbags einsammeln. Ich muss. Ich komme. Ja, ja, ich muss erstmal pflanzen. Also. Ja, mal hier ein bisschen was loswerden. So, weißt du was? Oha, hier die Treppe ist ganz schön am Arsch. Ja, oh. Das habe ich mir schon gedacht. So. Ja, andererorts gibt es gar keine Treppe mehr. Oh. Aber haben wir doch wieder erfolgreich gemeistert, oder? Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben schlechter gemeistert, als ich dachte. Ich stelle ihn den hier hin. Was denn? Komm mal her, bitte. Achso, rechtsklick und dann kannst du ihn hinstellen. Nee, hier, ich gebe ihn dir. Wo bist du? Ich bin auf dem Dach, ich mache gerade Saat. Muss ich tun. Jetzt habe ich. Der ist falsch rum? Ja. Natürlich musst du richtig hinstellen. Bin schon doof dafür. So, ich bin zwar überladen. Ich muss mal eben Saat herstellen. Weil? Weil ich habe zu wenig. Weil ich habe zu wenig. Waren 5? Eine? Ja. So, Kaffee 2. Oh. Hunde verdammt wir jetzt auch. Hunde, oder? Das gute Schappi. Ups. Kürbissamen. Nochmal Mais. Mais habe ich 2 gehabt, glaube ich. Habe ich irgendwas vergessen? Achso, Pilz und Yucca. Yucca brauche ich nur einen. Und Pilzspuren brauche ich auch einen, aber dafür brauche ich wieder Lehm, ne? Also 5 Pilze. Und 5 Lehm. Ist das richtig? Naja, fast. So, ich gehe mal meinen gärtnerischen Tätigkeiten nach. Bevor wir hier anfangen, groß zu reparieren. Hm. Mais.
habe ich mich irgendwie verkalkuliert. So, Potatoes. Ach, diese Potatoes wollte ich ja eigentlich mehr machen. Haben wir eigentlich schon mal irgendwas mit dem Kürbis gemacht? Ja, ich mache doch immer diesen Kürbiskuchen. Ah ja, genau. Da braucht man ja auch Kürbis für. Kürbis ist gut. Für Kürbiskuchen, ja. Ich glaube, Gemüseeintopf ist da auch drin, ne? Ja, ich glaube. So, 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 so und so. Und jetzt noch die Potatoes. So, dann können wir nochmal 7 Potatoes machen. So, so, so und so und so. Ach wow, wir hätten hier noch... Oh Gott, ja. Was denn? Nix. Das habe ich vorher schon gesehen. Was denn? Ich wusste, dass wir von allem noch Samen haben und ich keine herstellen muss. War mir doch klar. Ja. Aber du dachtest... wenn wir schon dabei sind. Wir haben es ja und... Oh, hier aber... Ein bisschen Damage auf dem Dach passiert. Wie ist denn das passiert? Aber diese Spucker-Polizisten, die waren wieder so übel. Die haben mir unser halbes Gerüst weggehauen, ne? Ja. Yeah. Haben sie das? Ja. So, ich habe hier ja noch... Ach Mensch, ich muss ja auch die Taschen leer werden. Oh, ich habe 2 Punkte gekriegt. Okay. Ich muss ja noch die Taschen leer werden, ne? Spritze. Waffen. So. Obwohl die Schrotflintenmunition müssten wir auch mal herstellen, dann würde ich die Geschütztürme schon mal nachfüllen. Bis du hier wieder alle Kisten leer hast, ne? Voll. Voll hast, meine ich. So, der kommt da hin, der kommt da hin. Eigentlich tauschen wir die beiden. Das kommt gleich da rein. Das hier muss noch alles weg. Bist du noch da? Ja, ich habe gerade gelesen wegen meiner Punkte. Ach so, ja, ich kann auch nicht investieren. Hatte 2 Stück. So, und weiter geht's mit Munition machen. Ja, und ich werde in der Zeit ein bisschen Beton herstellen. So, so. Machst du das also? Hört, hört. Hä? Ah,
Hast du die ganze Schrotflintenmunition aufgebraucht? Ich habe jetzt alles rausgenommen, ich will die Türme wieder voll machen. Alter, der will mich doch verarschen gerade, ey. Ja, also manchmal bin ich so drauf, ey. Krasser Typ, ich sag dir das. Nein, nicht krass. Brutal, Bruder. Ey, ich wiederhole. Geh weg und ich bin doch runter. Geh doch aus dem Weg, warum trittst du mir im Gesicht rum? Ja, es mir war danach. Ja, kann ich verstehen. Ja, ne? Wenn ich könnte, würde ich mir auch im Gesicht rumtreten. Kannst du aber nicht. Wie macht also machst du es nicht, ne? Dement ist auch im Mischer, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Zement ist im... Hier kann ich Zement machen. Hier kann ich Zement machen. Wie heißt das richtig? Zement. Nein. Zement. Scheiße, ich habe kein Holz in der Tasche. Ich meine Scheibenkleister. Natürlich, Scheibenkleister. Verdammte Scheiße hier, ihr rast aus! Keine Holz in der Hütte! Entschuldigung, das musste sein. Aber sonst geht's dir ganz just mal, Knusper. Ja, ich fühle mich ganz fit. Ich muss zum Händler. Oh, Munition. Jetzt brauche ich erstmal Kohle. Haha. Oder such nee, warte mal. Job, Alter. Blei. Blei brauchen wir. Hab ich da oben noch was gesehen in der Werkbank, mit dem meine Augen liebäugeln? Wir brauchen alles. Messing. Du hast jetzt. Was hast du da jetzt geklaut? Gar nichts. Bitte, Patrick? Lass mich, ach komm, hör doch auf. Wenn du wieder was für meine Munition jetzt geklaut hast, ne? Kaputt. Willst du mich verarschen? Was denn? Wo sind die Hülsen hin? Ja, ich hab die Klingfalle genommen. Ich Nein. Alles ah, kaputt. Jetzt. Ja. Was ist das hier? Holz? Jo. Auch Holz. Holz. Was ist das hier alles? Ah. Kommt der Schutt her. Schutt? Was? Oh, shit. Die alte Scheiße hier, Alter. Da werde ich fuchsteufelswild. Kommst du klar, oder was? Nein. Kommst du mit? Nee. Du, Mensch. Das habe ich ausgepackt, ja. Habe ich sie wieder ausgepackt. Oh, Jasmin, hier gibt's einiges zu reparieren. Mach mal. Ich hätte den Beton mal 50-50 machen sollen hier. Oh, Fisch unter Deil, das ist ein bisschen. Gibt's nicht so eine Maschine, die Patronenhülsen macht, wenn man die stückt, ey? Ich gerade blöd. Ja. Betäuen. Betäuen, ja. Betäuen, Beton. Warte mal, Max sind 3000. 3500. Oh, doppelte Leistung, jo. So, was möchtest du von mir wissen, Jasmin? Wo kann ich dir behilflich sein? Nee. Gut. Nee. Wir brauchen Blei. Und okay. Messing. Oh ja. Ganz wichtig, Blei und Messing. Blei und Messing. Boah, geht hier was drauf. Sag mal, kann ich mal deine Nagelschusspistole haben? Wo hast du die hingeschmissen? Da geht doch viel schneller denn. Unten bei den Waffen, glaube ich. Unten bei den Waffen. Jo. Herzlichen Dank. Rechnung kommt. Was? Müsste ich doch nur einmal schießen, oder was? Naja. Aber ich müsste bald schlafen, ne? Ich muss morgen wieder früh raus. Gleich hin. Will ich morgen weitermachen hier mit Patronen.
Hier ist so viel Damage passiert. Mit den Explosivtypen. War ja nur einmal, ne? Ja. Aber der hat schon gescheppert, ey. Gescheppert hat er, gescheppert. Der hat schon gescheppert. Gescheppert. Ja, hier muss ich einen Abstand machen irgendwie, damit die aufhören, hier alles kaputt zu schlagen. Das müssen wir dezent umbauen. Und vielleicht auch Stahl aufwerten hier alles. Stahl. Stahl. Stahlhart, den Rocker. Stahlhart, Feischhopper. Feischhopper. Oh Gott, ey. Oh, was denn? Der schwere Bikerleben. Aber wir brauchen echt Blei. Oh, haben wir nicht so viel Blei gehabt, ey? Hier ist ja alles im Argen. Ich habe kein Reparaturkit einzogen. Das war ja so klar. Hier ist doch noch Blei. Otto, Alter. Was? Was? Meinst du mich? Ja, dich. Ja, aber das weiß ich doch nicht, Jasmin. Woher denn auch? Hast du doch da reinsortiert in deine andere Kiste oben. Also, ist schon möglich, ne? Das hier, nee, ist nicht möglich, ist so. Das hier müssen wir wegkloppen. Jetzt kannst du lachen. Da brauchen wir Messing ganz viel. Und dann ein raus. Da müssen wir alles wegkloppen, oder was? Das ist eine Pfeife, ey. Pfeife kommt von pfiffig, wa? Nee, in deinem Fall nicht. Hm, schade. Holz. Was brauche ich denn? Bestimmt, oder? Fehlt sogar nur eine. So, dann haben wir nämlich den Kabims schon mal. Ach, Herrgott, Jasmin. Ich muss ja alles wieder verkabeln. Oh, ich muss dich verkabeln. Das ist auch genial, ne? Nachdem der Typ explodiert ist, ist die einzige Klingenfalle, die ich reparieren konnte, auch kaputt gewesen. Das ist natürlich semi-geil. Ich hab aus Versehen deine Batterien allein gesteckt hier. Warum habe ich denn das gemacht? Ich weiß nicht. Könntest du mir das mal erläutern? Nö. Was hast du dir dabei gedacht, Jasmin? Ich weiß es nicht. Habe ich noch was mitgenommen? Nee, waren ja nur die Batterien drin, ne? Jo, da waren nur die Batterien drin. Hm. So. Also sagst du, machen wir nächstes Mal weiter? Ja. Dass wir nochmal groß aufnehmen, bevor der Patch kommt. Ah. Ja. Voll, ey, das ist, nervt mich aber eigentlich ganz schön, ey. Ja, das macht nichts. Doch. Gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Nee, Jasmin. Nee, Patrick. Willst du nicht mal was sagen? Was soll ich denn sagen? So tschüss oder so? Tschüss. Doch nicht zu mir. Guck in die Kamera. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Mach's gut. Ciao. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.